Ist das nicht toll, liebe Zuschauer? Wir haben wieder die Haus- und Gartenmesse. Bin mal gespannt, ob es was Neues gibt. Wo kommen Sie her? Unser Weingut, das liegt in Nierstein am Rhein, gehört zum Rhein-Hessen-Anbaugebiet. Das ist Jakob Gerhard, hat seine Wurzeln dort seit 1751, ist ein Weinerzeuger mit vielen Weinbergslagen, auch von dem berühmten Roten Hang in Nierstein, mit einer tollen Sektkellerei. Und außerdem sind wir auch ein Weinvertriebshaus. Wir führen also Weine aus vielen Teilen der Erde von kleinen Winzern, die uns dann exklusiv nach Deutschland beliefern. Hört sich ja gut an. Sind Sie das erste Mal hier in Andernach? Nein, wir sind schon das vierte Mal bereits hier. Oh. Ja, schon dreimal vor Corona-Zeiten. Mhm. Und wir haben einen schönen Kundenstamm hier schon aufgebaut. Ja, schön. Und kommen immer wieder sehr gerne hierher, weil das ein wunderschönes Ambiente ist und auch, ja, sehr nette, aufgeschlossene Menschen hier in der Region. Also es ist mir immer eine große Freude. Und Gott sei Dank geht's wieder los, ne? Ja, ganz genau. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit hier. Noch einen schönen Tag, schöne Pfingsten. Gleichfalls. Und besucht uns mal alle hier. Hallo Herr Birschl, ich freue mich, Sie zu sehen. Sie sind auch froh, dass es wieder losgeht? Absolut. Heute ist Start, ich hätte fast gesagt, in eine neue Ära. Und ja, wenn man sieht hier die erste Stunde, wie es läuft und wird angenommen, Besucherakzeptanz ist da, dann weiß man auch, wo die Menschen nachgedurstet haben. Und bei uns ist es ähnlich. Ja. So. Wie viele Aussteller sind denn hier? Also wir haben dadurch bedingt, wollen wir ganz offen sein, durch die Stadthalle, die ja renoviert wird, da fehlen uns 30, sind dann etwas über 100 Aussteller. Und im nächsten Jahr wollen wir hoffentlich wieder zur ganz normalen Größe wiederkommen, weil, wie gesagt, die Kernsanierung der mittleren Halle dann abgeschlossen ist. Ich bin froh, dass Sie wieder hier sind und die Corona-Zeit gut überstanden haben. Und ich freue mich auch, dass wir untereinander so stehen können, dass wir in Erlebnisgarten, Mittelrhein ist wieder da, ist wieder geöffnet. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit hier. Ihnen auch, Dankeschön. Danke. Hallo Herr Peitz, Rundgang beendet. Ja, für heute Morgen ja, vielleicht, aber wir haben ja noch am Sonntag und am Montag noch Zeit, nochmal zu gehen, vielleicht auch mit der ganzen Familie. Insofern ist es ja schön, dass mal wieder eine Ausstellung stattfindet, auch im Hinblick, wir haben 2 Jahre durch Corona ja kaum Veranstaltungen gehabt und wir sehen gerade diese Open-Air-Veranstaltungen, erfreuen sich eines regen Zuspruchs. Man ist richtig erleichtert. Ja, ein Stück weit ist man erleichtert und genießt es auch wieder, unter Menschen zu sein, mit einem gewissen Abstand, aber man genießt es wieder, ja. Kann ich nur beipflichten. Gibt es was ganz Besonderes, dass wir ja nichts versäumen? Ja, mich interessieren natürlich auch immer die Grills oder Gartenmöbel oder auch Dekosachen. Auch da gibt es eine reiche Anzahl an interessanten Stücken zu sehen. Und ja, mal schauen. Wir fangen ja gerade erst an. Dann gucken wir mal. Ja, sind interessante Sachen dabei. Danke. Bitte, gerne. Schöne Pfingsten noch. Ja, schöne Pfingsten euch auch. Sehen schön aus, Ihre Figuren. Ja, das sind die drei Weisen. Oh. Nichts sehen, nichts hören, nichts reden. Das ist ja praktisch. Das ist praktisch. Was ist das für Material? Das ist ein Fiberglas. Mhm. Die gibt es auch noch in hellgrau. Haben wir hinten nochmal in hellgrau stehen. Mhm. Ja. Und hier die Möbel gehören auch alle dazu? Genau, die gehören alle dazu. Wir kommen von Montabaur, wir sind AMS-Möbel. Und was heißt AMS-Möbel? Ah, das ist unser Name. Ach so. Und genau, mit unseren Chefs, die da ja, Möbel verkaufen oder wir da Möbel verkaufen. Wir gucken uns mal rund. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, gerne. Viel Spaß noch. Danke euch auch. Danke. Ist das alles Handarbeit? Ja, das ist alles in Handarbeit gefertigt. Alles so gemacht von verschiedenen Kunsthandwerkern, mit denen wir arbeiten.
Das sieht aber nach viel Arbeit aus. Ja, das ist es. Deswegen schaffen wir das auch nicht mehr selber, sondern haben Profis, die es für uns machen. Dann habe ich schöne Sachen dabei. Dankeschön. Überwiegend was für Materialien? Hier ist viel mit Permut gearbeitet und die ganzen Gartensachen, das ist Stahlblech mit Autolack lackiert, mit Airbrush-Verfahren, dass die schön draußen auch halten. Das ist aufwendig. Ja, viel Arbeit. Ich könnte es nicht, die wären nur schwarz. Sind Sie jetzt das erste Mal hier? Nee, wir sind schon mehrfach hier und kommen immer gerne wieder. Ja, das höre ich gerne. Mhm. Ja. Eine gute Zeit. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Gibt es bei euch was Neues? Ja, wir haben dieses Jahr unsere Lamellendächer mit auf die Ausstellung gebracht und haben hier einen Vorteil, dass wir hier ein gutes Bioklima erzeugen können unter diesem Dach, dadurch, dass die Lamellen immer geöffnet sein können. Wir haben hier LED-Lichter mit eingebracht, dass man eine schöne gleichmäßige Lichtausflutung unter dem Dach hat. Und wir können hier mit so seitlichen Senkrechtscreen zum Beispiel oder aber mit Glas auch nochmal einen seitlichen Windschutz schaffen. Hört sich interessant an. Ja, also... Vor allen Dingen hier mit dem Windschutz. Ja, ich kann den auch gerne mal vorführen. Ja. Wir haben einmal das Dachsystem, was wir hier schließen können. Es ist auch komplett regendicht. Das Wasser wird abgeführt durch diese wasserführenden Kanäle, durch die Stützen nach unten. Hier haben wir dann auch diese Windschutz. Das Schöne ist, Sie können hier von drin rausschauen, aber von draußen nicht mehr rein. Teste ich gleich mal. Machen Sie gerne. Gibt es das für alle Größen? Das gibt es in Baugrößen von 7x4 Meter. Ohne Zwischenstütze und wir können das noch weiter 6 Meter mal 4,50 Meter erweitern. Ansonsten können wir aber auch Dach an Dach an Dach setzen für große Gastronomiebetriebe zum Beispiel oder Hotelanlagen. Das geht. Das ist ja richtig toll. Man merkt direkt hier, dass es wirkt. Ja, echt? Auch mit dem LED-Licht, was wir hier in der Lamelle machen können oder außenrum, finde ich, hat man ein tolles Ambiente. Und gerade in den Abendstunden nochmal einen Heizstrahler dazu, ein schönes Bierchen am Gartentisch, was will man mehr? Na, jetzt habe ich Durst. Dankeschön. Gerne. Danke. Wow, was macht ihr denn hier? Wir sind von SWR Marktcheck und wir machen hier eine kleine Umfrage, weil wir einen großen Baumarktcheck drehen und haben hier so ein paar Quizfragen vorbereitet und machen Umfragen hier bei den Zuschauern und bei den Gästen. Hatten Sie schon viele gehabt? Ja, läuft echt gut. Es ist viel los. Wetter ist gut, die Leute sind gut drauf und es gibt gute Antworten. Konnten Sie sich auch schon mal umsehen? Ja, haben wir auch schon gemacht. Und was gibt's? Was Sie interessiert? Alles Mögliche. Also es ist schön hier bei uns. Es ist schön hier in der Gegend, es ist schön hier in der Stadt. Die Lage hier am Rhein ist natürlich toll. Und es gibt ganz viele interessante Stände mit allen möglichen Produkten. Und toll, dass es wieder losgeht nach Corona, ne? Ja, Gott sei Dank. Auch ohne Maske endlich wieder und so weiter. Da sind wir wirklich froh. Dankeschön. Sehr gerne. Viel Vergnügen hier. Ihnen auch. Viel Erfolg. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Wie viele verschiedene Sorten haben Sie, Essig und Öl? Mindestens mal 40 verschiedene Sorten. Was, alle hier? Ja, zum größten Teil auf jeden Fall, ja. Und was ist der Renner? Der Renner ist der Cranberry, weil er vielfältig einsetzbar ist. Den können Sie für die Salate nehmen, die können Sie aber auch mal ins Tafelwasser oder für den Sekt nehmen. Zum Kochen, zum Abschmecken von Rotkohl, dunkle Soßen, Rinderbraten oder Wild, da passt er super zu. Darf ich mal probieren? Sehr gerne. Wo beziehen Sie das her? Aus verschiedenen, also von verschiedenen Herstellern. Ne? Wir arbeiten mit verschiedenen Manufakturen zusammen und da haben wir uns dann das Beste rausgesucht, was auch für uns halt eben auch toll ist. Mhm. Und teilweise auch aus Italien, wir haben auch ganz alte Essige da, direkt aus Modena, die in verschiedenen Holzfässern gereift sind. Wir haben deutsche Essige da. Waren Sie nur auf Märkten oder sind Sie auch so zu erreichen? Also wir sind viel auf Messen, Veranstaltungen, Gartenmärkte, ne? Aber Sie erreichen uns natürlich, wir haben keinen Laden, aber Sie können jederzeit nachbestellen. Okay. Steht alles auf der Flasche. Okay. So, einmal der Cranberry. Ja. Süß und fruchtig. Danke. Der einzige, der übrigens auch gegen Sodbrennen hilft, wenn Sie mit Sodbrennen zu tun haben, trotz der Essigsäure. Ist aber echt lecker. Fruchtig. Wann ist denn die nächste Veranstaltung? Die nächste Veranstaltung ist auf Burg Namedy am 1. bis 4. September. Super, wenn ich also Gleichschnitt schaffe, dann sehen wir uns im September. So
super, schön, freut mich. Wenn ich jetzt so rüber gucke, kriege ich echt Hunger. Was gibt's denn alles? Südtiroler Schinkenspeck, Knoblauchspeck, Wildsalamis, Hirschschinken, Wildschweinschinken. Wir haben auch noch Bergkäse, Walnusskäse, Wildblütenkäse, Ziegenkäse. Wir haben auch noch einen Urzillertaler, also Urikäse. Und dann haben wir noch einen Goldbacher, das ist ein etwas kräftiger Schweizer. Das ist ein riesiges Angebot. Ja, wir haben schon relativ viel Auswahl, hat sich über die Jahre zusammengesammelt. Sind Sie immer auf Märkten zu finden? Ja, wir sind jedes Wochenende unterwegs. Ja? Ja. Und als nächstes wo? Ich glaube, nächste Woche sind wir in München-Gladbach. Das macht doch Spaß. Sehen Sie ja hier, kommen Sie ganz gut rund. Ja, ich komme ganz gut rund. Letzte Woche war ich zum Beispiel auch an der Ostsee. Also ich bin überall in Deutschland. Das ist ja schön. Schön, schön, gute Geschäfte. Danke. Schönen Tag. Sie haben ja tolle Sachen mitgebracht. Danke, danke. Macht doch Spaß. Und so viele? Ja, man muss ein bisschen Auswahl haben. Der eine macht bunt, der andere macht Metall. Der dritte sucht was für Deko-Zwecke. Und Sie haben für alle Fälle was? Ja, ich hoffe doch schon. Ne? Fürs kleine Beute, etwas größere Sachen. Wir liefern auch an. Oh, schön. Ja, ja. Wo kommt ihr denn her? Ich bin aus München-Gladbach. Und bin hier schon 30 Jahre, Remagen, Andernach, Breisig, Meilen, ist ja so der kleine Geheimtipp. Eine treue Seele. Ich würde auch sagen, ja. Macht aber auch Spaß. Ja, weil ist auch immer schön bei uns. Das Eldorado ist gut und die Organisation ist gut. Man kennt sich ja schon mit den ganzen Jahren in Andernach. Ne? Da freut man sich schon drauf. Ach doch, ja. Das war schon harte Arbeit, das Aufbauen. Zwei komplette Tage. Ja, aber es macht Spaß, weil es muss ja auch ein bisschen Flair sein, dass der Kunde sagt, ach ja, da kannst du mal reinmarschieren und so. Ne? Ist Ihnen gelungen. Vielen Dank. Danke auch. Schönen Arbeitstag wünsche ich euch, bleibt gesund. Das sind im Fernsehen. So einen Fächer könnte ich gerade gebrauchen. Machen Sie die alle selber? Nein, die kommen originell aus Spanien, aus Andalusien, andalusische Fächer. Das ist ja toll. Und jede Menge, ne? Ja, wir haben für jeden Geschmack was dabei. Verschiedene für Kinder auch oder auch ja, Motive von Kunst oder Paisley-Muster, 70er Jahre, einfarbige, japanische Fächer, alles. Was ist das für Material? Die sind teilweise eben aus Holz und aus Textil, aus Bambus und alles handbemalt. Also unterschiedlich. Genau. Haben Sie ein Lieblingsfächer? Auf jeden Fall. Welcher? Ich bin so ein 70er Jahre-Fan, den kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Ja. Der würde jetzt aber auf der anderen Seite sein. Da. Ah. Das ist so meine Lieblingsfarbe. Schick. So, ja, gute das Wahl. Passt immer irgendwie zu mir, weil ich mag Orange. Unser Haus ist gern, auch wir mögen Orange 70er Jahresstyle. Das macht Freude und Farbe und ist trist. Man kann natürlich auch Fächer nehmen, die sind jetzt ganz aus Textil und aus Natural, also Biofächer sagen wir auch dazu. Schön aus Holz, nicht lackiert. Ist was für jeden dabei, sind auch nicht schwer und die gibt es dann immer passend mit Hülle dazu. Oh, ja. Wie für die Brille? Richtig, so kann man alles reinstecken, der passt jetzt nicht rein, das ist eine andere Größe, aber wir nehmen mal den hier und schon ist es gut verstaut, nimmt keinen Schaden. Aber die Schmecker sind doch jetzt ein Kindermotiv, so mit Katzen haben wir noch was. Was gibt es da noch zu den Fächern zu erzählen? In Andalusien gibt es eine geheime Fächersprache. Nee.
Ja, tatsächlich. Also es gibt, glaube ich, 8 verschiedene Symbole. Das eine heißt so, ja, wir möchten uns gerne kennenlernen. Und wenn man den Fächer an die Wange legt, dann möchte man ein bisschen mehr. Und wenn man den Fächer runterschmeißt, dann heißt das, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und da gibt es auch verschiedene andere Sachen. Und wenn man so macht, ich bin ledig vielleicht oder ich möchte gerne was mit dir machen. Das ist also so eine sexuelle, sagen wir mal, oder ja, ja. So. Ist ja total witzig. Ja, ist witzig. Und ja, ich sag mal so, wenn man jetzt auf ein Festival geht oder man ist auf einem Konzert oder einer Oper oder man steht irgendwie, man ist in der Bahn und man es wird heiß. Also ich kann es nur empfehlen, gerade auch, sagen wir mal, ältere Leute, die schwitzen ja oft. Klimaanlagen sind teuer. Kann man die auch nicht mehr leisten. Also müssen wir uns auf Handarbeit wieder. Aber mit der Geheimsprache, schöne Geschichte. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Da kann man ruhig mal im Internet nachgoogeln. Ansonsten beim nächsten Mal würde ich dann auch mal eine kleine Anleitung mit dazu geben. Habe ich in der Aufregung noch nicht gemacht. Ist ja auch mein erster Stand hier überhaupt, dass ich das alles mal ausprobiere. Und ich hoffe, das kommt auch an bei den Leuten hier. Da freuen wir uns, dass Sie da sind. Ja. Vielleicht komme ich mir nachher einen holen und probiere das mal im Kaffee aus. Ja, genau. Und dann gucken die Damen wahrscheinlich, was die denn da toll ist. Die schwitzt ja gar nicht. Was will die? Schön, gefällt mir. Ja. Wünsche Ihnen ein gutes Geschäft. Ja, vielen Dank. Empfehlen Sie uns weiter. Dankeschön. Machen wir. Ja. Kleinkind. Beim Büschel. Nein. Dachreinigung und Beschichtung, 10 Jahre Garantie. Wie sieht so eine Dachreinigung aus? Ja, Sie können die Farbe aussuchen. Wir machen das Ding komplett sauber. Wir imprägnieren das Ganze. Es wird grundiert. Mhm. Und dann eine Nanobeschichtung. Das heißt, Vogelkot, Moose, alles, was damit zu tun hat, hat keine Chance. Und das hält dann 10 Jahre so sauber? Wir können so genau nicht rechnen. Das ist wie, als wenn Sie ein Auto kaufen. Ja, wenn da 5 Jahre Garantie drauf sind, heißt das ja nicht, dass das Silvester zum 6. Jahr explodiert. Oh, man weiß es nicht. Und bei den Pflastersteinen das Gleiche? Ja, da wird sauber gemacht und imprägniert und eine feste Fuge rein, damit erstmal die Wurzeln nicht durchkommen. Ah. Aber normalerweise fahren sie da mit dem Auto drüber. Mhm. Das heißt, nach 10, 12 Jahren muss man die Oberflächenimprägnierung nochmal machen. Ah. Das ist fairerweise so. Ja, weil wenn Sie permanent mit dem Auto rein und rausfahren, Sie fahren ja immer die gleiche Spur. Ja, man hat ja selten hier 50 Meter breite Auffahrt. Mhm. Und dann fahren Sie immer die gleiche Spur, dann haben Sie Gummi und ja, man sieht dann die Spuren. Aber das ist dann vom finanziellen Aufwand nicht erheblich, weil das nur der letzte Touch ist. Okay. Und wenn die so aussehen wie da unten und Sie kriegen das tatsächlich so wieder hin? Das kriegen wir hin, ja. Sonst würden wir es so nicht werben. Sie tut aus. Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, danke Ihnen. Okay. Infrarotkabinen, interessantes Thema. Absolut und aktueller denn je, weil jeder will nach Corona etwas für seine Gesundheit tun. Wellness zu Hause ist ein Riesenthema geworden, Urlaub zu Hause ist ein großes Thema und das kann ich mir ganz unkompliziert nach Hause holen. In wenigen Minuten ist die Kabine aufgeheizt und warm und somit kann ich zum einen was für die Gesundheit tun, aber gleichzeitig auch abschalten und runterkommen und entspannen. Ist das super für die Knochen auch, Vitamin D? Genau, also zum einen ist es anders als bei der Sauna zu sehen, die eine oberflächliche Hitze abgibt. Bei der Infrarotkabine habe ich eine Tiefenwärme, die geht unter die Haut und wärmt das Gewebe und die Blutgefäße. Und somit kann ich Effekte erzielen, wie Muskelverspannungen lösen. Bei Gelenkschmerzen kann ich gegensteuern, Sehnen und Bänder dehnen. Und selbst mein Immunsystem kann ich bei Temperaturen von ca. 40 Grad stärken. Wie lange braucht so eine Kabine, bis das hier aufgeheizt ist? 8 bis 10 Minuten ist sie auf Betriebstemperatur und somit geht sie relativ spontan zu nutzen und ich kann es auch mal direkt nach einem Winterspaziergang nutzen, um mich aufzuwärmen. Ach, richtig schön. Welche Unterschiede bestehen? Wir haben jetzt 2 verschiedene Modellreihen. Hier vorne stehen Kabinen aus der Modellreihe Sylt Panorama. Die haben, wie der Name schon sagt, die Panoramaglasfront. Die Kabinen im Hintergrund sind aus der Klassiklinie. Die sind vorne mit etwas mehr Holzanteil und haben getönte Glasscheiben. Die sind eher gedacht zum sich zurückziehen und sich einigeln. Und somit sind sie einfach vom Stil her etwas anders und vom Design.
Hier sind noch ein paar Wellness-Aspekte mit eingebaut, wie Bluetooth-Lautsprecher, ein größeres Farblichtgerät ist noch integriert oder auch eine Fußbodenheizung. Und somit sind die Kabinen perfekt ausgestattet. Ich zeige Ihnen aber gerne noch die Besonderheit unserer Kabinen. Ja, gerne. Bei unseren Kabinen steht die Gesundheit im Vordergrund. Deswegen haben wir nicht nur reine Wärmekabinen, um sich aufzuwärmen. Wir können hier die Strahlerkästen individuell variieren und verstellen, sodass die Wärme genau dort ankommt, wo man sie gerade braucht. Zum Beispiel, wenn Sie Nasennebenhöhlenprobleme haben, schieben Sie es nach oben, Atemwegsprobleme generell. Bei Knieschmerzen lasse ich den Strahler unten stehen und kann gezielt die Wärme auf die Knie bringen. Auch der Unterbankstrahler ist drehbar. Sehen Sie hier, der ist nach oben gerichtet und wärmt in dem Fall den Hintern. Das ist, ja, warum nicht? Warum nicht? Ist toll nach einem Winterspaziergang. Ich kann den aber auch drehen. Ich zeige Ihnen das nochmal. Der kann sich drehen. Und jetzt wärmt er Wade und Füße. Und damit kann ich genau darauf reagieren, dass die Wärme gezielt dort ankommt, wo ich sie brauche. Ja, auch im Rücken dann, überall. Genau. Ja, toll. Und das ist auch noch ein besonderer Aspekt unserer Kabinen. Damit man entspannt sitzt, hat man eine Armauflage. Dann fällt es auch nicht schwer, eine halbe Stunde oder länger zu sitzen. Man kennt das aus der Sauna. In der Sauna sitzen irgendwann alle so auf die Knie gelümmelt, weil sie nicht mehr aufrecht sitzen können. Aber so halte ich es auch gut und gerne länger aus. Und vor allem, der Rückenmuskel ist entlastet. Und jetzt kann der Strahler hinter mir auch eine Tiefenentspannung bewirken. Und ich fühle mich wohl. Das würde ich mich auch. Toll. Aus was für Material werden die Kabinen gebaut? Wir stellen unsere Kabinen aus Hemlockholz her. Hemlock ist eine kanadische Tanne. Dadurch, dass sie in Kanada in den kalten Wintern gewachsen ist, ist sie sehr langsam gewachsen. Das sehen Sie hier an den dichten Jahresringen. Das macht sie stabil bei Temperaturschwankungen. Sie wächst auch 10, 12 Meter ohne Äste. Man hat auch hier ein astfreies Bild in der Kabine. Und was für uns auch wichtig ist, sie enthält kaum ätherische Öle, dadurch hat sie keinen Eigengeruch. Das heißt, gerade wenn ich sie im Wohnbereich unterbringe oder gar im Schlafbereich, riecht es nicht permanent nach Holz, sondern sie ist geruchsneutral und somit fällt sie auch nicht unangenehm auf, sondern sie ist dafür da, wo sie da ist und muss nicht permanent in der Nase liegen. Alles gut durchdacht. Auf jeden Fall. Vor Tour der Hoffnung, seid ihr noch unterwegs trotz Corona oder wie habt ihr das jetzt so gemacht? Wir haben Corona ohne unsere. Wir konnten 3.500 Euro sammeln. Also jede Menge. Ja, ist jede Menge und das war sehr erfolgreich und die Leute sind spendenbegeistert, die kennen uns und deshalb sind sie das und im August sind wir wieder unterwegs. Wie werden denn die Gelder verteilt? Die werden an die Institutionen verteilt. Wir können es im Internet nachlesen. Regional sehr intensiv hier. Kemperhof, in Brüderhaus, in Trier oder in St. Augustin, Kinderklinik. Ja. Also ganz nahe und viele Elterninitiativen in der Region. Also wir konnten dieses Jahr wieder das Geld im Landtag verteilen. Wir kriegen dann das Forum des Landtages zur Verfügung gestellt. Und somit, ich glaube, waren 27 Institutionen, die diese 420.000 etwa bekommen haben. Und jeder ein Anteil, wo Bedarf ist, entsprechend. Ja, wir hoffen dieses Jahr wieder, dass wir entsprechende höhere Summen zusammenbekommen. Schön, dass es euch gibt. Wenn jetzt einer so spenden will, soll man irgendwie Kontonummer oder was? Ja, wir haben Spenden. Wir haben Broschüren, Flyer, da stehen die Kontennummer drauf. Ja. Sollte man also ruhig machen. Und jeder Cent hilft und größere Spenden, Spendenquittung, alles kein Problem. Ja? Okay. Wir sind ja offiziell anerkannt in jeglicher Form als gemeinnützig. Danke, viel Glück dann heute. Ne? Dankeschön. Es sieht ja betriebsbereit aus. Kann ich da gerade mal so reinspringen bei der Hitze? Aber klar, doch jederzeit. Nicht nur bei der Hitze, sondern auch im Herbst und Winter. Sieht schön aus. Ist was Besonderes dran? Was Neues?
Also Hot Spring ist weltweit der Marktführer im Bereich Außenwhirlpools mit mittlerweile 1,5 Millionen verkauften Pools und sehr energieeffizient. Also bei diesem Gerät, wir haben Energieverbrauch inklusive Massage von 42 Kilowattstunden in der Woche nur. Bei einer dreimaligen Nutzung 20 Minuten pumpen unter Volllast und aber auch nochmal 10 Minuten in einem Pool sitzen und baden. Und dann auch mit einer gezielten Massage. Also wenn der Rücken mal wehtut oder so, hier können Sie sich drin entspannen. Kann ich gleich nochmal wiederkommen? Jederzeit gerne. Bitte. Ist das der besondere Staubsauger? Das ist das besondere Luft- und Raumreinigungssystem. Okay. Genau. Staubsaugen ist bei uns wirklich nur eine von 30 Funktionen. Wir haben hier ein Luft- und Raumreinigungssystem, welches ein patentiertes Filtersystem hat, nämlich die Geysir-Technik, mit der wir eben arbeiten. Wir arbeiten hier mit einem 100%igen Wasserfilter und haben quasi einen Knopfdruck, mit dem wir über 30 Funktionen bedienen. Ich würde sagen, in den letzten 2 bis 3 Jahren hat sich das Gerät als wahrer Wundermacher gezeigt. Ne? Gerade jetzt Pandemie, wir sind alle geschädigt von Corona, quasi können es nicht mehr hören. Und hier haben wir halt eben ein Gerät, was auch ausgezeichnet ist, dass wir eben die Corona-Viren minimieren können. Und dadurch ist es halt auch in den letzten 2, 3 Jahren besonders lukratives und interessantes Gerät gewesen. Ne? Hat sich einfach gezeigt, dass es das perfekte Gerät ist für den Haushalt. Wir können hier halt wirklich alles mit einem Gerät erledigen. Von 30 Funktionen habe ich jetzt, glaube ich, 6 oder 7 mitbekommen. Genau. Noch welche? Ich hau mal ein bisschen was raus. Ja. Wir können Abflüsse reinigen, wir können medizinieren, therapieren, wir können die Luft reinigen. Was heißt therapieren? In Form von mit Ölen, mit ätherischen Ölen zum Beispiel. Es gibt ja auch viele Ärzte und Apotheker, die auch viel mit ätherischen Ölen arbeiten. Ja. Ne, da haben wir jetzt, das sind so unsere Standard-Orange, Eukalyptus und Zitrone. Gerade die ersten Erkältungssymptome, ne, sobald man ab Oktober die Heizung anschaltet. Ja. Da ist Eukalyptus zum Beispiel eine mega gute Sache. Im Sommer Zitrone ist sehr frisch, hält die Insekten draußen. Wir können Fenster hiermit wischen, wir können saugen und wischen gleichzeitig, die absolute Lieblingsfunktion aller Frauen. Das spart unglaublich viel Zeit. Das Gerät staubt für einen ab mit der Luftreinigung, was halt unterm Strich viel, viel mehr Zeit für mich bedeutet, die ich für mich zur freien Verfügung habe und nicht den ganzen Tag wieder Staub wedeln darf. Können Sie irgendwas vorführen? Jetzt direkt? Ja. Könnten wir machen, ja. Ich kann Ihnen, am besten zeige ich Ihnen mal ein paar sehr krasse Vorher-Nachher-Ergebnisse. Ja. Das würde ich sagen. Und jeder zweite oder dritte Haushalt heute hat ein Tier. Dadurch ist es auch eine mega Sache. Also man kriegt hier wirklich die Haare komplett gut raus. Das ist ein super Beispiel. Es passiert immer mal, dass mal ein Kaffee verschüttet geht, der Rotwein, Senf oder Ketchup. Also für uns würde ich sagen, ist kein Fleck zu hartnäckig. Wir bekommen hiermit wirklich alles okay. Gut raus. Genau. Das war eine gute Vorführung. Ich danke Ihnen. Sehr aufschlussreich. Sehr gerne. Viel Erfolg. Man sollte sich Was haben Sie für Wundermittel? Keine Dusche mehr abziehen. So kann Fensterscheibe, Autoscheibe, Wintergarten, Duschkabine ausgehen. Fühlen Sie mal bitte, ob die trocken oder nass ist. Langen Sie mal hin. Die ist trocken. Die haben wir mit der reinen Lotusblüte versiegelt, ein Naturprodukt ohne Chemie. Kein Nano, kein Silikon. Wenn wir duschen, baden, das kennen wir, das müssen wir trocken machen. Der Letzte macht die Dusche sauber, ne? Ja. Fliese ist versiegelt, was wollen Sie noch trocknen? Und da, wo kein Wasser ist, habe ich nie mehr Kalk, nie mehr Schimmel und die blöde Abzieherei hat ein Ende. Zeig mal, wie es geht und wie lange es hält. Am längsten auf der Fenster, da kommt ja auch nur Regenwasser hin, 1-2 Mal im Jahr sauber machen, dann einsprühen. 3-4 Mal im Jahr fließen, kacheln, Duschkabine, weil da mal Seife, Shampoo und Dusch gehen. Dann nehmen wir irgendein Tuch und verteilen das nur noch auf die Oberfläche. Sie brauchen nichts polieren, der Glanz kommt von alleine, ohne Striemen, binnen Sekunden. Badezimmer das gleiche und hier gibt es schriftlich, hier kann man mit 2 Personen täglich duschen. Hier brauche ich etwa 3-4 Monate.
kein Lappen, kein Leder, kein Abzieher, Fliese, Fuge bleibt trocken. Die Fensterscheibe, die Autoscheibe, der Autolack, der Wintergarten, die Duschkabinentüren, so sieht's aus. Und nicht böse sein, aber das kennen wir. So sieht's normalerweise aus. Eine Menge lästige Arbeit, eine riesen Arbeitserleichterung für alle. Interessant. Das ist schon gut, ne? Was ist da drin? Sie sagten ohne. Das ist die reine Lotusblüte. Da wird der Saft der Lotusblüte gemischt mit dem Bernsteinester. Das zusammen, die Kombination, ergibt diesen Erfolg. Kein Nano, kein Silikon, das ist das Gute. Flasche wird jeden Morgen im Fernsehen angeboten auf 4 verschiedenen Kanälen. Kostet die große Flasche, reicht für 50 Quadratmeter, kostet 29,80 plus 5,85 Porto und Verpackung. Hier ist keine Chemie drin. Auf der Messe gibt es hier direkt ab Werk, Flasche, Sprühkopf, Tasche, kann man so mitnehmen für 30, hat man Porto eingespart. Und heute am ersten Tag haben wir eine sehr schöne Aktion. Die Leute, die es noch nicht kennen, aber ausprobieren, sind begeistert. Was machen die? Die erzählen es weiter, ist die beste Werbung. Haben wir heute bezahlt, das ist der Rest. Heute gibt es die zweite Flasche als Geschenk. 2 Flaschen für 30 Euro. Wollen Sie da falsch machen? Sollte man sich überlegen. Das sollte man. Ich danke Ihnen. Bitte schön, Frau. Ja. Erzählen Sie uns was über Ihre Terrassensysteme. Ja, unser Terrassensystem von der Terralasse GmbH, das ist speziell von uns entwickelt worden, weil wir in den Jahren 2010 ungefähr festgestellt haben, dass es für den Balkon kein vernünftiges und nachhaltig funktionierendes System gibt oder gab. Wir haben uns dann hingestellt, beziehungsweise ich mich hingesetzt, habe drüber nachgedacht. Und habe quasi ein eigenes System entwickelt. Und dieses System sehen Sie hier in diesem Ausstellungswagen. In der Basis fußt unser System darauf, dass alle eingebauten Schichten schwimmend gegeneinander arbeiten können. Also die sind nicht miteinander verbunden, sondern können arbeiten. Bei Temperaturunterschieden, warm, kalt, nass, trocken, können diese einzelnen Schichten gegeneinander arbeiten und somit sind sie quasi unzerstörbar. Das merkt man aber nicht beim Gehen oder so, oder wenn man was draufstellt. Das merken Sie natürlich nicht, wenn Sie da drüber gehen, wenn Sie gleich mal oben drauf gehen wollen, merken Sie einen sehr angenehmen, weicheren Gang. Weil ab der Abdichtungsbahn, die wir einbauen, dass der Balkon dicht ist, dann kommt eigentlich die Innovation zum Tragen, wo wir uns gesagt haben, jeder Mensch möchte einen Balkon mit einer schönen Fliese haben, aber keiner kriegt das wirklich so wirklich gebaut, weil wenn ich eine Betonplatte, wenn ich eine Steinfliese auf die Betonplatte klebe, wird sie irgendwann auffrieren. Also diese Fläche gehen nach einigen Jahren wieder kaputt und das kostet dann wieder Geld, Zeit, Nerven. So, und wir sind da einen anderen Weg gegangen und haben uns ganz einfach, ich darf Sie hier, hier rüber bitten. Gehst du mal gerade einen Schritt nach vorne, Ute, wir werden gerade aufgenommen. So, im Prinzip haben wir aus einer Kautschukplatte, diese Kautschukplatte, die kennen Sie prinzipiell von Kindergärten, Spielplätze, diesen dicken roten Kautschukböden. Wir kommen angestammt aus der Produktion von diesen Kautschukböden. Und wir haben eine Kautschukplatte entwickelt, die wir auf dem Balkon einsetzen können, die von der Stabilität her, von der Konstruktion her, uns ermöglicht, eine Steinfliese oben drauf zu bauen. Somit bekomme ich ein Plattensystem, was weich ist, was ich miteinander verbinden kann, durch die Verbindungsstifte. Beziehungsweise durch die Verbindungskreuze, die können wir Ihnen gleich mal zeigen. Und somit bekomme ich einen schwimmenden Fliesenboden, der ganz schön aussieht, wie Sie es darin sehen können, der aber trotzdem schwimmend eingebaut ist. Ja, verstehe. Und damit unkaputtbar ist wieder, quasi unkaputtbar.
Und das sind dann nachhaltige Systeme. Jeder spricht heutzutage von dieser Sache. Ja, und dass mal was eingebaut wird, was hält. Das ist das große Plus für den Kunden. Mit diesen Flächen, ich sag's spaßig zu den Kunden gerne, über diesen Balkon, den wir bei Ihnen bauen, reden wir in diesem Leben nicht mehr. Und genau so ist es. Das ist toll. So, und das sind eigentlich die positiven Dinge. Deswegen stehen wir eigentlich hier, um den Kunden zu zeigen, was es für Innovationen gibt, wie man systemisch gedacht zu einem langfristigen Ende kommt und noch einmal Geld ausgibt und dann weiß man, jetzt geht's. Ist das geruchsneutral? Ja, diese Platten sind weitestgehend geruchsneutral. Wir produzieren die mit einem Parfum aus einer Essenz, die wir dann entsprechend verlängern. Stellen wir ja, eine Tunke, die einfach in die Gummimischung eingebracht wird und somit den Gummigeruch überdeckt. Aber nichtsdestotrotz, nach einem Vierteljahr riechen sie das sowieso nicht mehr, weil es dann weg ist. Das ist einfach weg. Könnte ich so eine Essenz mit meinem Lieblingsparfum machen lassen? Ach, eher nicht. Es kostet relativ viel Geld. Weil wir produzieren diese Gummiplatten als Europas größter Produzent von diesen Fallschutzplatten. Wir können schon sehr viel, weil in diesem Werk werden halt Millionen Quadratmeter Gummiplatten gepresst und dann geht das. Alles andere wäre schwierig, wenn man das individualisieren wollte. Das wäre sehr, sehr schwierig. Aber im Endeffekt muss man da sagen, was dem einen riecht, kann dem anderen stinken. Weil es gibt auch Männer, die wollen den süßlichen Geruch nicht haben. Naja, aber man kann es nicht immer jedem recht machen. Ist aber eine tolle Sache. Gut. Danke. Gerne. So, ganz kurz, beim Ingwer ist es tatsächlich so, die meisten Leute, die Ingwer ja verarbeiten für den Tee, die schneiden sich den Ingwer immer in solchen Scheiben, ja, und gießen heißes Wasser drauf. Das kann man ja gerne machen. Das Problem ist immer nur, man kann den Ingwer so relativ schlecht dosieren. Bei so einem dicken Stück brauche ich da 2 Scheiben, beim dünnen brauche ich da 10. Verstehen Sie, wie ich das meine? Ich persönlich mag ehrlich gesagt auch Ingwer, aber jetzt weniger so in meinem Tee, sondern mehr so in meinem Longdrink. Mit Gin schmeckt das wirklich toll. Ja? Nur ich saß da eines Abends im Hotelzimmer, übrigens, die kriegen sie auch in jedem Hotel. Die liegen da überall rum. Ne? Und das ist der beste Schäler für Ingwer, falls Sie das nicht wussten. Das heißt, da brauchen wir uns keinen teuren Schäler zu kaufen. Der billigste Löffel, den ihr euch irgendwo her besorgt, ist der tollste Schäler für Ingwer. Jetzt nur so als Rat. Ne? Und damit, schaut her, reibe ich meinen Ingwer. Der Vorteil ist, das Nasse, was Sie da sehen, ja, das ist jetzt kein Wasser. Das sind in der Tat die ätherischen Öle, das Aroma. Mit anderen Worten, brauchen wir den Ingwer so nicht aufgießen, sondern können das direkt in die Mineralwasserflasche geben, gerade bei dem Wetter. Und jetzt können Sie den erstmalig dosieren. Das heißt, jetzt können Sie ja wirklich entscheiden, so im Winter bei Ihrem Tee, möchte ich den Tee stark haben oder möchte ich ihn vielleicht stärker haben. Ja, und schaut mal her, so einfach kann das sein. Und ein letzter Tipp noch für die Teetrinker. Nehmt ihr euch Zitrone, ja? Am besten ist immer Achteln, dann habt ihr ungefähr das gute Maß. Und dann reiben wir einfach die Zitrone auf dem Tellerchen. Okay? So, der Vorteil ist natürlich, dass eine Zitrone nicht nur den Saft herstellen kann, sondern manchmal ja auch die Schale zum Reiben. Allerdings würde ich das nur mit einer Bio-Zitrone machen. Nur ab und an sind die Zitronen ja sehr weich. Ja? Da darf ich euch noch einen kleinen Rat geben. Wenn ihr eine sehr weiche Zitrone erwischt habt, ja, ich mache das zu Hause so, ich habe so eine kleine Tupperbox im Eisfach. Da schmeiße ich die immer rein. Nach einer halben, dreiviertel Stunde sind die Zitronen so knallehart, und dann können wir auch wunderbar die Schale damit reiben. Ja. Und den letzten Tipp, und dann halte ich auch den Bubble, das ist jetzt weniger was für die Teetrinker,
außer sie mögen morgens um 8 Uhr ein bisschen Knoblauch. Das ist mehr was für die Feinschmecker. Ne? Jetzt nehmt ihr euch eine halbe bzw. dreiviertel große Knoblauchzehe, also nicht so viel, wir wollen das ja nicht so lastig machen. Ja? Dann nehmen wir frischen, bitte keinen trockenen, sondern frischen Rosmarin. Ja? Die ganze Geschichte schön durchmengen. Und ich meine, Karfreitag ist ja gelaufen, aber der nächste Fischtag kommt bestimmt. Und so habt ihr euch in weniger als einer halben Minute eine ganz tolle Fischmarinade gezaubert. Das nur so am Rande. Okay? Eine gelungene Veranstaltung und wir haben noch lange nicht alles gesehen. Vielleicht merken Sie sich für nächsten Pfingsten unsere Haus- und Gartenmesse vor. Bleiben Sie gesund!